Was in dieser Geschichte passiert, ist so gottlos, Leute. Hi, ich bin Sübi, herzlich willkommen zu meinen Bedtime Stories. Folgt mir für mehr Storytimes. Die Geschichte handelt von Christina. Christina ist ein junges, hübsches Mädchen und ist glücklich in einer Beziehung. Ihr Freund wohnte in einem Dorf und ist extra für sie in die Großstadt gezogen. Aber sie hat unbedingt eine OP gebraucht aufgrund einer Krankheit und er war extrem dagegen und trennte sich deshalb von ihr. Sie hat ihn hochkant rausgeschmissen und meinte, komm auch nie wieder. Nach einem Jahr kommt er aber wieder und sagt, ey, Christina, so, ich bereue das alles. Ich habe dich total vermisst. Und ich denke, du hast mich auch vermisst. Komm doch aufs Land, komm doch zu mir ins Dorf, lass uns doch hier nochmal neu anfangen. Und sie tat es. Sie kündigte ihren sicheren, verbeamteten Job in der Großstadt und zog zu ihm aufs Dorf und bekam dann da einen Vollzeitjob. Beide adoptierten einen Welpen, aber sie war die Einzige, die sich um diesen Hund gekümmert hat. Ihr Freund Jan hingegen faulenzte, war den ganzen Tag zu Hause, hat so voll die Scheinwelt gelebt, als wäre er so der perfekte Hundevater, hat die ganze Zeit so Bilder von dem Hund gepostet, aber ist nie mit ihm Gassi gegangen. Und was jetzt so passiert, Leute, ist heftig. Sie geht eines Tages einkaufen, neue Stadt, sie kennt sich nicht so gut aus, sie guckt halt rum, ist einkaufen, sucht sich ein paar Sachen aus. Und dann sitzt er zu Hause im Wohnzimmer, als sie reinkommt und sagt, du bist 10 Minuten zu spät. Und sie sagt, zu spät, wofür? Du bist sonst nicht so lange unterwegs, was hast du da gemacht? Hast du jemand anderes? Bist du mir fremdgegangen? Nee, Bruder, ich wollte noch gucken, welches Brot ich heute Abend essen will. Hä? Sie erklärt ihm auch noch, nee, ich war einkaufen, das Ganze war voll schwer, ich musste auch unterwegs ein bisschen Pausen machen, ich konnte nicht mehr. Aha, ich hab Tim Visier, denk nicht, du bist hier unbeobachtet. Er war super unzufrieden mit seinem eigenen Leben und ließ das an ihr aus. Und bei kleinsten Streitigkeiten kam es dazu, dass er sie packte, anbrüllte, anschrie, sauer war und auch hin und her schubste. Das erzählte sie alles ihrem Vater nicht, weil sie wusste, boah, wenn mein Vater das weiß, der bringt den um. Die Misshandlungen nahmen zu. Wenn sie einmal raus wollte, um nach Luft zu atmen, rastete er auch komplett aus. Und dann kam der Monat Ramadan und weil sie auch gläubig war, dachte sie, ey, das ist so ein Monat, da ist man einfach ruhiger, spiritueller, man ist in sich gekehrt, man will bei der Familie sein, zu Hause sein, man will, dass alles ruhig ist und entspannt ist. Vielleicht schafft er es jetzt, zu sich zu kommen. Aber dem war nicht so. Christina war in den Islam konvertiert und Jan ebenso, unabhängig von ihr. Beide nahmen sich vor zu fasten und man sagt, am ersten Tag des Ramadan ist der Teufel und auch alle Dämonen, die sind alle eingesperrt, können nicht rauskommen. Aber nein, Jan war ja frei. Sie kam nach der Arbeit nach Hause, wollte einfach was kochen, das Fastenbrechen abends und schaute Jan an und der saß so ekelhaft halbnackt auf der Couch, schaute sie so richtig angezogen an. Und sie sagte, was ist mit dir los? Ich hab gekifft. Du hast gekifft? Ja, ich hab geraucht, ich hab gekifft und du wusstest jetzt auch, ich bin nicht rum, es ist Ramadan. Ja, aber ich hab's nicht ausgehalten, ist zu anstrengend. Komm, heute hat's nicht geklappt, vielleicht klappt's morgen, dann musst du es halt morgen wieder probieren. Ich will dich jetzt, ich will jetzt mit dir schlafen. Du musst dein Fastenbrechen, hast verstanden? Er zwang sie, ihr Fasten zu brechen. Er griff sie an den Haaren, warf sie auf den Boden und sagte zu ihr, du wirst jetzt sofort dein Fasten brechen. Er vergewaltigte sie sogar. Und die Tage daraufhin betete sie um Vergebung, auch für ihn. Sie hoffte immer innerlich, oh mein Gott, Mom, der hat's doch eigentlich drauf. Warum benimmt er sich so? Ich kenne ihn so gar nicht. Der ist doch gar nicht so. Was ist mit ihm passiert? Wann wird er wieder normal? So, sie hoffte auf Normalität, dass er wieder so wird, wie er war. Aber auch in Momenten, wo sie merkte, ey, das Ganze passt einfach nicht, ich muss mich trennen, zwang er sie, zu Hause zu bleiben. Er schlug gegen ihre Rippen. Er sperrte sie ein, sie durfte einfach nicht gehen. Er zwang sie, einen Kredit über 5000 Euro aufzunehmen, weil er irgendwelche Rechnungen zahlen musste. Sie tat es in der Hoffnung, er würde sie zurückzahlen, aber das tat er natürlich nicht. Eines Nachts wachte sie auf, ging in die Küche, nahm ein Küchenmesser und war bereit, ihn anzugreifen. Sie wollte auf ihn einstechen, aber die Stimme in ihrem Kopf, die Gottesstimme, sagte zu ihr, du lässt das, du machst das nicht. Also legte sie ganz ruhig das Messer weg, schüttelte einmal so die Hände aus und legte sich wieder ins Bett. Sie entschied sich, ich muss was verändern. Also kündigte sie ihren Job. Sie wollte nämlich nicht mehr, dass er weiß, wo sie arbeitet. Sie tat zu Hause so, als wäre alles normal. Sie kündigte ihren Job, nahm einen Job beim Callcenter an, weil sie einfach merkte, sie konnte nicht mehr der soziale Mensch sein. Sie konnte nicht mehr mit Menschen zusammenarbeiten. Sie wollte nur noch am Telefon sein, im Büro. Nahm einen Job an beim Callcenter, lernte ein richtig tolles Mädchen kennen. Wir nennen sie Anastasia. Übertrieben sympathisch, übertrieben cool. Anastasia, wenn du das hörst, wir hoffen, es gibt mehr Menschen wie dich auf dieser Welt. Sie stand ihr direkt zur Seite und war bereit, ihr einfach zu helfen. Sie rief einen Vermieter an, mit dem sie mal telefoniert hatte, bevor sie rübergezogen ist. Der hatte damals ziemlich eine Wohnung für sie. Sie hatte überlegt, ob sie separat wohnen soll, bevor sie quasi zu ihm gezogen ist. Und der hat tatsächlich die Wohnung noch gehabt und hat ihr diese Wohnung auch gegeben. Anastasia half ihr mit der ersten Miete und unterstützte sie. Sie fand heraus, dass er sie mehrfach betrogen hatte mit den unterschiedlichsten Frauen.
Das war so der endgültige Move, der es dazu gebracht hat, dass sie gesagt hat, es reicht, ich muss mich wehren. Und wenn ich sterbe, dann sterbe ich. Ist mir scheißegal, aber so kann ich nicht weiterleben. Sie konfrontierte ihn damit, machte Schluss, sagte, das kannst du vergessen, verpiss dich, distanzier dich von mir, zog in die neue Wohnung, hatte dann nichts. Sie hat original mit einem Bademantel als Decke geschlafen auf dem Boden. Weil alles, was sie hatte, in seiner Wohnung war. Alle Möbel, alles lief auf ihren Namen. Ihre Freiheit war ihr wert, dass es alles bei ihm bleibt. Sie mit finanziellem Schaden davon geht, aber an diese Wohnung geht und da allein ist und ihren Seelenfrieden hat. Die Sache ist jetzt 2 Jahre her. Der Typ schreibt ihr auch heute immer noch. Sie ist mittlerweile zurück in die Großstadt gezogen, ist jetzt auch wieder in ihrem alten sozialen Job unterwegs, ist wieder mit Kunden am Start, mit Leuten, redet wieder mit Menschen und wird immer sozialer und sozialer. Die große Liebe hat sie immer noch nicht gefunden, aber mit 31 Jahren ist sie zuversichtlich und achtet darauf, nur gesunde Beziehungen zu pflegen. Was haltet ihr von der Story, Leute? Schreibt mal bitte eure Gedanken in die Kommentare und falls ihr folgte Bedtime Stories für mich habt, schickt sie mir per Mail an info@skinmeeting.de. Besos!